Bevor das eigentliche Video losgeht, wollte ich noch was loswerden. Wen das nicht interessiert, den blende ich jetzt ein, wo man hinspulen muss, wo dann das eigentliche Video beginnt. Und zwar wird das wahrscheinlich das letzte Video sein, bevor in Splatoon 3 der DLC Side Order bzw. Ruf zur Ordnung rauskommt. Und da möchte ich eigentlich schon auch Videos dazu machen, genauso wie beim Splatoon 3 Story Mode. Nur, wie ihr vielleicht bemerkt habt, bin ich noch längst nicht mit allen Videos fertig. Am Anfang blende ich ja immer diesen Text ein, der eben darauf hindeuten soll, dass die Aufnahmen überhaupt nicht mehr aktuell sind, aber dadurch, dass ich sie erst jetzt schneide, werden sie wieder mehr oder weniger aktuell. Man sollte nur wissen, dass wenn ich im Video irgendwas sage, dass das halt schon lange her ist. Wenn ich mich irgendwo nicht auskenne oder so, dann müsst ihr bedenken, das Spiel war für mich komplett neu und mittlerweile weiß ich das dann schon. Zum Beispiel in diesem Video rede ich irgendwie über den Grabenpanzer, die Special, dass ich die irgendwie noch nie benutzt habe, aber mittlerweile habe ich die ja schon benutzt, weil das Spiel jetzt schon über ein Jahr alt ist. Und falls irgendwer geglaubt hat oder bevor irgendwer glaubt, dass es sich nicht mehr lohnt, die Videos anzuschauen, weil die eh nicht mehr so aktuell sind. Nein, vergesst das. Es lohnt sich noch, weil durch den Schnitt sind sie wieder neu aufgefrischt und ich kann ja alle möglichen Sachen einblenden. Memes zum Beispiel, die aktuell sind und dadurch, weiß nicht, also ich finde, das stört nicht wirklich, dass die Videos schon für Ewigkeiten aufgenommen wurden. Würde ich sie nicht wirklich schneiden oder bearbeiten, dann wäre es doof. Aber dann wären die wahrscheinlich auch längst schon alle draußen, weil ich dann keine Zeit aufwenden müsste. Aber worauf will ich überhaupt hinaus? Also, Side Order ist bald draußen und dazu möchte ich auch Videos machen. Wie wird es dann weitergehen? Es werden dann beide Let's Plays mehr oder weniger parallel laufen, denke ich mal. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Es wird dann wahrscheinlich aber bei Side Order genauso wieder darauf hinauslaufen, dass irgendwann so ein paar Wochen und Monate vergehen werden und dann die Aufnahmen auch nicht mehr so aktuell sein werden. Ich werde das schon alles direkt aufnehmen, innerhalb von 2-3 Tagen, damit ich nicht gespoilert werde und den DLC blind durchspielen kann, damit ihr dann eben tolle Blind Reactions in den Videos bekommt. Genauso wie auch beim Story Mode Let's Play. Der Part, wo ich das Finale spiele, braucht zwar noch ewig, bis er da sein wird, ist halt auch mit Blind Reaction und das ist einfach toll und irgendwann werde ich das Video schneiden können. Aber das hier ist jetzt erstmal Part 9 und ich glaube, das ist Part 24, wo ich dann den Final Boss spiele. Also das dauert noch ein Weilchen, bis wir dort sind. Aber aktuell kann ich zumindest sagen, dass mein Leben mehr Struktur hat, als es vielleicht vor ein paar Monaten noch der Fall war. Und aktuell läuft es gerade ganz gut, dass ich eigentlich täglich Videos schreiben kann. Und das sind gute Nachrichten. Ja, deswegen gibt es jetzt auch dieses Video. Und es ist ausnahmsweise mal nicht wieder 3 Monate Abstand seit dem letzten Video, das ich hochgeladen habe. Aber naja, mal schauen. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich wollte euch einfach nur mitteilen, dass ich Side Order aufnehmen werde. Und wir werden dann einfach sehen, wie alles kommen wird. Aber naja, ich hoffe, ihr freut euch trotzdem drauf und schaut euch die Videos an, weil das würde mich sehr freuen. Danke, dass ihr mir zugehört habt und jetzt viel Spaß mit dem richtigen Video. Willkommen zurück zu einem neuen Part des Story Mode Let's Plays von Splatoon 3. Ich glaube, heute müssen wir dann schon mal flauschiges Zeug in diesem zweiten Sektor wegmachen, weil ich glaube, ich komme sonst an kein Level mehr ran. Wobei, ich glaube, dort oben war doch noch eins. Ja, das kann ich noch machen. Oh, da ist eine Kiste. Machen wir Salmini. Es dauert wahrscheinlich Jahre, weil das so eine ziemlich stabile Kiste ist. Aber ja, warte mal, kann ich aber da rüberspringen? Weil, ja, ich kann darüber springen, weil hier drüben ist noch ein Tintenseil und dann komme ich vielleicht zu noch mehr Leveln hin. Oh, wie schön. Was ist schön? Oh, da war so ein Fisch drin. Vielleicht hast du es deswegen gesagt. Dann brauchen wir noch eins und dann können wir wieder upgraden. Diesmal brauchen wir ja 3 Stück. So, jetzt bin ich einfach hier, ohne dass ich flauschiges Zeug kaputt machen musste. Ich kann jetzt einfach hier runter. Lol. Einfach cheated. Ja, dann würde ich sagen, oh, mein Salmini hat wieder was gefunden. Warte, darf ich da runterspringen? Komme ich dann wieder zurück? Oh, ja. Nee. Ach, ich kann ja sowieso die Kiste hier anfärben. Ich wäre hier sowieso schon hochgekommen. Wow. Was hast du gefunden? Ich glaube, du hast da oben was gefunden. Kann das sein? Weil du willst irgendwie da hoch. Kann ich da rüberspringen? Ich glaube, ich komme da noch nicht rüber. Aber der Salmini läuft doch niemals wohin, wo ich noch nicht hin könnte, oder? Zumindest habe ich das im ersten Sektor irgendwie festgestellt. Junge, da können wir noch nicht hin. Hier kann ich halt auch schon hoch, hä? Ich kann ja eh gefühlt schon überall hin. Ich muss das Plasma alles nicht wegmachen. Fürs Erkunden, für die 100% muss ich es halt wegmachen. Da ist nämlich noch einiges grau. Hier kann ich auch hin. Was ist denn das?
Hä, aber dieses Tintenseil, das scheint so, als würde es um die Ecke gehen. Oh, das ist noch der Kiste. Aber um die Ecke ist halt Flauschplasma, deswegen glaube ich nicht, dass ich das benutzen kann. Wieso kann ich schon so vieles ablaufen? Das ist ja noch mehr, als ich dachte. Jetzt bin ich wieder hier. Und hier kann ich mich draufstellen und umschauen. Oh nein, der Ballon ist gerade da. Oha, was ist das da hinten? Das sieht heftig aus. Ja gut, aber jetzt mache ich mal hier das Level da. Sparen an allen Ecken und Enden. Das passt ja, weil ich habe mir auch gerade sehr viele Fischeier gespart. Ich musste nämlich noch keine ausgeben, um zu diesem Level zu kommen. Hier ist durchdachtes Vorgehen gefragt. Erreiche das Ziel mit begrenztem Tintenvorrat. Oha, sowas. Auch mal. Ja, das kennen wir auch schon aus Splatoon 1 und 2. Das Splatoon 1, glaube ich, nur mit so Amiibo-Leveln, die man durch Amiibo bekommen hat. Ja, und aha, es gibt einen Umweg, also es gibt einen versteckten Weg. Wenn ich da einen gezielten Schuss in die Mitte mache mit Blaster, müsste ich ja alle drei aktivieren. Und das aktiviert sich auch gleich, ja perfekt. Ich sollte schnell die Fontäne benutzen, bevor sie sich deaktiviert. Ja, aber das ist das allererste Level mit begrenzter Tinte. I guess, das wird noch machbar sein, oder? Da sind ja eine Menge Schalter. Wird sicher nicht leicht, die alle umzufärben. Och, aber ich kann mit einem Schuss vielleicht schon so drei Schalter gleichzeitig erwischen, oder? Und am besten noch mehrere von diesen rollenden Dingern. Aber die Frage ist halt, wo rollen die lang? Ich glaube, ich kann eine Kettenreaktion erzeugen. Das hier wird von keinem anvisiert. Wenn ich das anschieße, ja, das macht so eine Spirale. Okay, let's go. Ist das wirklich die Rätselslösung oder? Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Also ja, das ist die Rätselslösung. Aber muss ich das wirklich lösen, ne? Damit ich das schaffe mit meiner Tinte? Weil ich habe noch einiges an Tinte und ich glaube, das Ziel kommt ziemlich bald. So, was haben wir hier? Auf jeden Fall das da. Wenn ich das gut erwischt, dann... Ah, ich hätte ihn hinten anschießen müssen, dann wären die hinteren beiden auch gestorben. Okay, jetzt habe ich doch einmal verkackt. Hier hätte ich es anschießen müssen. Ja, und dann wären vorne die beiden auch gestorben. Aber ich glaube, ich komme trotzdem ans Ziel, oder? Also diesen einen Fehler darf ich mir, glaube ich, erlauben. Ja, okay, ist noch nicht ganz das Ziel da. Da muss ich es auch richtig timen. So. Ja, perfekt. Ging sich ja locker aus. Und jetzt noch hier Ziel mit ganz viel extra Tinte. So, und das ist, glaube ich, das letzte Level, was ich jetzt noch ohne Flauschplasma zu entfernen erreichen kann. Expansive Expedition. Diese Mission erfordert geschicktes Nutzen der Expandoblöcke, um das Ziel zu erreichen. Expandoblöcke klingt neu. Genauso wie für das Let's Play ein Pinsel neu ist. Deswegen nehme ich den einfach mal. Aber die Expandoblöcke klingen komplett neu. Also, dass wir die noch nie gesehen haben in Splatoon. Und optisch ist das schon mal etwas, was ich wirklich noch nie gesehen habe. Ein Expandoblock. Schieß auf den... Ja, okay. Ich konnte es nicht lesen. Oha, das ist cool. Das ist wie diese Fragezeichenblöcke in Mario. Wenn man da zum Beispiel Stampfattacke drauf macht, dann fahren sich auch gleich alle aus. Ja, das ist ja cool. Vielleicht sogar, wenn ich eine Bombe drauf mache, dann gehen mehrere auf einmal. Ja, das ist ja lustig. Gefällt mir, gefällt mir. Hatte schon Angst, dass es so gut wie gar keine neuen Features hier geben wird im Story Mode. Aber ich denke, da wird schon auch noch Zeug auf uns zukommen. Diese Rolldinger, die wir gerade im letzten Level auch hatten. Und die sind ja auch neu für den Story Mode. Oha. Wenn die Gegner die jetzt abschießen, dann machen die mir vielleicht sogar Schaden. Komm, schieß die mal ab. Oder warte, ich stelle mich mal drauf. Für die Wissenschaft, komm. Oh my God. Hä? Junge, aim doch. Ach komm schon. Ey, ich mach's dir gerade so einfach und du verkackst trotzdem. Danke. Machen die mir jetzt Schaden? Ich bin halt jetzt nicht drauf gestanden, während das ausgefahren wird. Komm, wir versuchen es nochmal. Ja, okay, es macht keinen Schaden. Kommst du irgendwie näher an den Octopus ran? Ich geh mich einfach hin, yeah. Lol. Da drüben brauche ich ja Bomben. Aber man hätte das Level, glaube ich, auch mit seinem Mini spielen können wahrscheinlich, oder? Dann hätte ich ihn auch einfach hier rüberwerfen können. Die Frage ist, attackiert der Salmini diese Blöcke auch die ganze Zeit, dass die sich quasi nicht mehr deaktivieren? Beziehungsweise erst dann, wenn der Salmini müde ist. Kann ich eigentlich einen Kreis drüber? Ja, okay, ich kann auch oben. Ja, okay, mit Pinsel ist lustig. Ende Gelände, ja. Hör auf rumzuheulen. Oha, wie weit sich die jetzt ausfahren. Ich mag die Blöcke und ich mag sie irgendwie mehr als in Mario spielen. Das ist viel cooler in Splatoon. Okay, die gehen dann so langsam zurück. Okay, das ist interessant. Sonst wäre ich halt sogar fast runtergegangen. Gut, sie fahren sich nicht alle gleichzeitig zurück, wie bei Mario. Das ist, glaube ich, ganz fair, weil wenn die plötzlich halt runtergehen, dann ist es, glaube ich, belastend. Oh mein Gott, wie lang geht das? Einfach eine Pyramide. So, aber hier noch den Block holen, den Schlüssel. Okay, die fahren sich jetzt langsam schon zurück. Dann baue ich es wieder auf, damit ich hier weiter kann. Ich habe mich sehr langsam gefühlt, muss ich eigentlich sagen. Ja, mit Schwung schafft man es locker.
Okay, Schlüssel. Und ich glaube, danach könnte schon das Ziel sein, oder? Toll, wie die Expandoblöcke so aufploppen. Ja, finde ich auch. Schnellwand. Oha, einfach OP, diese Blöcke. Und wie ich jetzt drauf gehe, man darf die echt nicht unterschätzen. Die machen eigentlich schon einiges an Damage mit einem so einem Kügelchen. Hä? Hm? Hast du gerade hingeschaut? Blind? Okay, hier mache ich jetzt eine schräge Wand. Aber ich hätte halt auch einfach mit dem Pinsel so Slalom hin und her gehen können. Eigentlich mit jeder Waffe. Ah, okay, und man baut die ab quasi, wenn sie in der anderen Tinte sind. Boah, ich stelle mir damit noch so coole Level vor. Könnte echt noch coole Levels damit geben. Hier war noch ein Secret für mich. Und was ist das? Ist das ein Sandwich? Jetzt schnell ins Ziel, bevor sich wieder abbaut. Jetzt gib alles los. Wie lange dauert das? Ja, okay. Geht ja locker. Genauso locker sollte auch noch ein Level gehen in diesem Video. Aber dazu müssen wir jetzt wirklich mal Flauschzeug wegmachen. Oder kann ich da runterspringen? Nein! Hä, da war so gefühlt eine unsichtbare Wand gegen Ende. Ja, aber hier schaffe ich es nicht, schaffe ich es auch nicht rüber, oder? Nee, das soll man nicht können. Aber warte mal. Ich habe einfach vergessen, dass ich Tinte habe. Ich könnte ja vielleicht ein bisschen Schwung mehr holen, indem ich das da oben einfärbe und dann rüberspringen. Nee. Hier ist eine unsichtbare Wand. Ja komm, dann gehen wir mal einfach an den Anfang und räumen hier mal ein bisschen auf. Da war was versteckt. Ey, ich werde so vollgestopft mit Fischeiern. I mean, ja, es kostet mich trotzdem mehr, als ich wiederbekomme, aber ich habe eh schon so viele Fischeier. Was ist das? Das sieht aus wie so eine Grafik aus Biologie fürs Auge. Aber da wahrscheinlich für Inkling-Augen oder so. Bekomme ich dazu noch Lore? Irgendwie auf einer Schriftrolle eine Erklärung zu den Augen der Inklinge. So, und hier oben scheint das letzte Level für heute zu sein. Grabenscherereien. Alles klar. Ich glaube, das ist ein Level, wo wir wieder mal durchgehend eine Special aktiv haben. Nämlich den Grabenpanzer. Nutze den Grabenpanzer, um das Ziel zu erreichen. Let's go! Ich habe den erst kaum gespielt. Also online noch gar nicht in Splatoon 3, aber halt in der Demo von Splatoon 3. Habe ich denn vielleicht eine Runde gespielt oder so? Okay, so Kurvenrollen kann man hier an der Wand nicht. Also eigentlich so wie Ball aus Splatoon 2. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt Special einsetze? Nichts. Hat jetzt R gedrückt, um Schnellfeuerkanone einzusetzen. Mit R feuerst du das Geschütz ab. Boom. Boom. Was davon ist eigentlich stärker? Weil wenn man das länger eine Zeit lang gedrückt hält, dann schießt es ja ziemlich schnell nach einer Zeit. Ich wette, hier wartet irgendein cooler Fiesling. Und dann ist ja einfach so ein Pixel, Mensch. Ach Mann. Ja, okay, ich sollte vielleicht etwas näher gehen. Boom. Yo! Der kämpft sogar. Episches Boss-Battle. Da haben wir endlich einen Boss. Finally, nach so vielen Parts mittlerweile schon. Es tut mir leid, dass ich das Let's Play so langsam voranbringe. Es muss sich für euch schon wie eine Ewigkeit anfühlen. Für mich sind 2 Tage vergangen. Für euch wahrscheinlich schon Wochen. Oh mein Gott. Ja, wie soll ich da hoch? Ach, ich kann da nach hinten. Ich kann zu ihm. Man kann sogar hüpfen mit der. Ja, okay, warum nicht? Oh, da muss ich aufpassen, dass ich nicht runtergeschoben werde. Hä, wie cool ist dieses Level einfach aufgebaut. Man hat so einen Roboter gemacht und gleichzeitig stellt er ein Hindernis dar und so weiter. Das ist ja echt nice. Hui. Kann ich euch überrollen oder so? Ja, irgendwie nicht wirklich. Stirb mal einfach. Meine Feuerrate ist groß für dich. Und hier in die Lücke am besten. Und jetzt hoch und abschießen. Und da, oder mit den Bomben. Ich glaube, das geht in dem Fall jetzt schneller. Ich bin so lost. Warum habe ich es noch versucht? Übrigens, wir haben zwar schon mal so ein Level gehabt mit der Umgebung, nur mir ist es nicht wirklich aufgefallen. Das habe ich dann erst gesehen, wie ich ein Video überprüft habe, ob die Aufnahme eh funktioniert hat. Aber jetzt haben wir hier mal so ein Level, wo in der Umgebung so rundherum die Stadt ist. Sieht cool aus. Eigentlich muss da ja überall jemand leben, oder? Eigentlich ist es nicht nur Deko. Aber ich glaube, das sollte man nicht zu sehr hinterfragen. Aber man kann natürlich Theorien aufstellen. Ach so, hier hätte ich mich auch einfach hinstellen können. Oh, never mind. Ich schütze mich dann halt einfach. Aber die Grabe kann ja auch kaputt gehen. Ja, okay, dann kriege ich einfach eine neue. Bleib einfach stehen, juck mich nicht, dann töte mich halt. Oha, was macht er jetzt für Dance-Moves? Dieses Level ist viel zu kreativ einfach. Aber das ist doch auch irgendwie typisch so ein Level, was irgendwie eine Community bauen würde, wenn es so einen Level-Editor gibt. Okay, jetzt müssen wir da rüber springen. Ah, oh Gott. Aber da gibt's auch noch was. Ja, aber nett von dir, lieber Roboter, dass du mir extra hier die Arme reichst. Wortwörtlich. Kann ich da einfach reinrollen?
Ja, macht halt nicht so viel Damage. Ach, kann ich da den Salmini hinwerfen? Stopp, lass mich laufen, lass mich laufen, lass mich laufen. Der Luftballon. Ja, Leute, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao.